Schockierende Aufnahme aus dem Westjordanland. Hier greifen Palästinenser ein Touristenauto an. Mit ihrem Mietwagen sind zwei deutsche Touristen in der Stadt Nablus unterwegs, als sie plötzlich auf einer vielbefahrenen Straße mit Steinen und Stöcken beworfen werden. Israelische Medien berichten von leichten Verletzungen bei den beiden. Botschafter Steffen Seibert schreibt zu dem Vorfall auf Twitter: Ein Mob, der Touristen angreift, weil ihm ihr Nummernschild nicht gefällt, ist widerlich und feige. Er danke dem palästinensisch-israelischen Bürger, der die beiden gerettet habe, aus tiefstem Herzen. Auslöser für diese Gewaltattacke war möglicherweise das Logo der Stadt Tel Aviv sowie ein Sticker mit einer israelischen Flagge auf dem Mietwagen.